eine Gruppenaufstellung, bei der man ein Thema hat und an dessen Thema man entlang arbeitet, wie bei einer normalen Gruppenausstellung im Museum, sondern wie der Titel der Skulpturprojekte sagt, es sind eben Skulpturprojekte. Und damit ist eigentlich schon so ein bisschen ein Feld abgesteckt. Dazu gehören eben auch diese Themen der Zeit, des Körpers, des Ortes, Fragen, die sich um Ortsspezifik ranken, aber auch das Verhältnis von öffentlich und privat. Und wir laden bestimmte Künstler ein, die uns inhaltlich interessieren aufgrund der Arbeit, die sie bisher gemacht haben. Also nicht aufgrund einer einzigen Arbeit, die wir einkaufen und dann hier zeigen, sondern die Arbeiten entstehen eigentlich fast immer komplett neu. Ein Aspekt, der uns besonders interessiert hat, ist sicher das Verschwinden des Körpers im digitalen Raum. Also der digitale Raum, der ja letztlich auch ein öffentlicher Raum ist oder zumindest als dieser proklamiert ist, aber natürlich auch dort nicht mehr diese Öffentlichkeit besitzt, die man sich wünscht, der auch schon mit Regeln und Problematiken belegt ist, der hat uns besonders interessiert. Das heißt jetzt aber nicht, dass Sie in Münster auf Arbeiten treffen, bei denen Sie vor allem Bildschirme und Dinge ähnlicher Art im öffentlichen Raum vorfinden. Es geht sehr viel mehr darum, diese Frage vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle durchaus analog zu beantworten. Die hier unten, da diese weiße. Das ist schwer zu fotografieren. Ja, ich habe jetzt angefangen zu tauchen. Und da geht es darum, genau nachzufragen, was ist eigentlich Skulptur? Wie verhält sie sich zur Zeit? Wie ist sie vielleicht auch strukturiert durch Zeit? Und was bedeutet das für uns, wenn wir darauf schauen?